Botschaft Nummer 1167, 23. Februar 2017. Der Vater erhört eure Gebete, deshalb betet, denn es ist dringend. Amen. Wahlen und Europa. Mein Kind, mein liebes Kind, danke, dass du auch heute gekommen bist. Sage unseren Kindern bitte das Folgende. Ihr müsst beten, meine Kinder, denn euer Gebet ist stark. Ihr müsst beten, meine Kinder, denn aus dem Gebet schöpft ihr die Kraft, die ihr braucht in dieser schweren Zeit. Ihr müsst beten, meine Kinder, denn durch euer Gebet verändert ihr so viel. Ihr müsst beten, meine Kinder, denn durch euer Gebet sorgt der Vater stets für euch. Euer Gebet hält übelste Taten zurück und ändert, was bereits eingefädelt wurde. Ihr müsst beten, meine Kinder, für die Bekehrung eurer Politiker. Europa ist in größter Not, doch der größte Teil seiner Bevölkerung ist blind für die Wahrheit. Ihr müsst beten, meine Kinder, dass christliche Führer eure Länder führen, und zwar solche, die wahre und treue Kinder meines Sohnes sind. Bittet für eure Länder, meine Kinder, denn schon bald werdet ihr euch gegenseitig, Land um Land, nicht mehr helfen können. Bittet, damit Gott Vater auch weiterhin das Schlimmste zurückhält. Bittet, damit Europa christlich bleibt. Bittet, damit ihr auch weiterhin ein, wenigstens zum Teil, Mitbestimmungsrecht habt, dass eure christlichen Rechte erhalten bleiben, denn euch droht der Kommunismus, wenn ihr nicht betet, meine Kinder. Die Christenverfolgung wird sich ausdehnen, wenn ihr nicht betet. Mein Sohn wird gehasst von denen, die eure Länder überfluten, deshalb betet, meine Kinder, um christliche Führer, um Frieden in euren Ländern, sowie in der ganzen Welt. Bitte den Vater tagtäglich um Einhalt und Schutz vor dem Bösen. Gott Vater ist allmächtig, und in seiner Allmacht wird er euch helfen, doch müsst ihr beten, liebe Kinder, und seine Gebote achten. Ihr müsst die heilige Messe besuchen da, wo es noch möglich ist, und seinen Sohn ehren. Die Anbetung ist heilig. Nutzt sie, meine Kinder, denn dort seid ihr meinem Sohn so nah. Bittet, meine Kinder, betet, denn dort, wo gewählt wird, muss Jesus euch führen. So verwirrt seid ihr durch eure Medien, so verlogen werden euch Parteien dargestellt. Der Teufel kennt alle Tricks, und seid gewiss, dass ihr sie nutzt. Ruft den Heiligen Geist um Klarheit an, meine Kinder. Ohne die Klarheit des Heiligen Geistes und die Führung meines Sohnes geht ihr verloren im Lügennetz des Teufels. Bittet nun, meine Kinder, denn euer Gebet ist dringend. Amen. Ich liebe euch, meine Kinder. Seid gewiss, dass der Vater euch erhört, doch müsst ihr beten. Amen. In Liebe, eure Mutter im Himmel, Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. Mache dies bekannt, mein Kind, es ist außerordentlich wichtig. Amen.